kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Lobos. Ja, wir sind noch im Sumpf unterwegs und ich muss hier noch ein paar Bergkristalle finden. Unseren Lord Focus. Schauen wir mal, ob ich noch welche finde. Bei der Gelegenheit kann ich natürlich auch noch die ganzen Viecher umbolzen. Ist eigentlich die Musik abgeblieben. Musik. Würdest du bitte zurückkehren? Mal hier ist noch ein Bergkristall, das ist gut. Oh, jetzt hatte ich gerade wieder diesen Fehler, dass das Inventar nicht funktioniert hat. Naja, wie viele Bergkristalle brauche ich denn noch? 6 Stück. So, du darfst auch sterben. Nein, du stellst dich bitte hin an. So schon mal nicht, Kumpel. Hier ist noch was. Noch ein Bergkristall. Noch ein Bergkristall, perfekt. Dann brauchen wir noch 4. Da sind jetzt schön viele Snapper. Der eine hat sich ja voll verheddert. Naja. Sind eigentlich wieder Level up. Sehr bald. Sehr, sehr bald. Da ist es schon. Da ist noch ein Kristall, sehe ich noch von hier. Fehlen nur noch 2. So, komm mal ran. Heute die nächtliche Prügelei im Sumpf. Okay. Schweinchen Dick kann auch noch herkommen. Hörer, irgendwo ein Snapper. Ah, da sind sie. Hinter dem Zelt versteckt. Das Geile ist, jetzt kann ich auch die ganzen Krallen einsammeln. Haben wir noch mehr zum Verkaufen, dann können wir wieder ein bisschen mehr Geld auch verdienen. So, und da leuchtet es noch fröhlich, also da könnten auch die letzten sein. Es tut immer weh.
Der Heiltrinker ist langsam auch nicht mehr. So, einer ist hier noch. Das ist auch noch der letzte, den ich brauche. Wer hat das gesagt? Ja, da ist der letzte. Perfekt. Da kann ich ja langsam wieder meinen Weg zurückfinden. Und jetzt, wo ich eh keine Stärke aktuell lernen kann, könnte ich vielleicht meine... Würde ich vielleicht meine Einhandfertigkeit ein bisschen noch verbessern. Das wäre doch eine Option. Oder ich spare Lernpunkte und warte, bis ich wieder Stärke lernen kann und sorge dafür, dass ich direkt einen Boost kriege. Das wäre ja auch eine gute Idee, denke ich, oder? So, da hinten fliegt noch was rum. Bestimmt ist da auch noch an der Ecke irgendwas, aber ich würde gerne jetzt zum Lager zurück. Und das mache ich dann auch. Ah, wo ist die Musik? Frage ich mich. Ah, da ist sie. Er quiekt hier rum. Ja, dann ab nach Hause. Müsste ja alles aufgeräumt sein. Na, dann gehe ich mal hier direkt pennen und dann ab zu Lord Focus. Der Fokus. Stellt sich das immer so an? Dann soll er wirklich nicht verdienen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich werde mir da nicht so sagen. Mir nicht, du hast das. Oh, ich könnte noch ein bisschen was abgeben. Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Die Haut eines Lurkers. Snapperhaut. Razorhaut. Der Kampf gegen sie ist nicht einfach. Waganhaut. Oh, bitte. Die Haut eines Sumpfhaies. Gute Arbeit. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ja, schön viel Geld. So, Mr. Focus. Ja, das hat er wirklich behauptet. Ich habe 90 Stück Kristallsplitter. Sehr gut. Dann ist es Zeit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Du solltest morgen zum Tempel kommen. Ich werde einige unserer Männer dorthin schicken, um den Ort zu durchsuchen. Wo ist der Tempel? Verlass das Lager durch das Tor bei der Palisade und geh den ganzen Weg geradeaus. Weiß gar nicht mehr, okay, wem man noch glauben soll. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ja, das wird spannend. Haben wir sonst noch irgendwas zu tun, was wir machen können? Geheimnisse der Legion, Albträume, Arena-Kämpfe, das alles für später. Ich könnte noch mal bei dem Alchemisten vorbeischauen und wenn nicht, dann gehe ich einfach schlafen und dann
Lauf mal los, würde ich sagen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Der hat auch nichts zu erzählen. Das hat er doch vorher gewusst, sag ich. Nee, das habe ich nicht vorher gewusst. Immer wieder lustig, den NPCs zu antworten, wenn sie die vierte Wand durchbrechen. Hast du das denn schon? Ich hab da meine. Ja. Hey, du! Er weiß ja nicht mal, wie geht es mit der Forschung voran? Alles läuft gut. Mach weiter mit deinen Aufgaben. Na gut, dann gehe ich jetzt schlafen und. Von mir erfährt keiner nur noch mehr Ärger. Geh einfach mal los. Hey, du! Verkaufe mir ein paar Flaschen. Teuer sind deine Tränke. Die sind schon teuer. Das hat er doch vorher gewusst. Das habe ich auch nicht vorgewusst, dass sie teuer sind. Ja, komm, dann gehen wir ohne Tränke los. Ich glaube, wir haben genug zu essen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. So, immer geradeaus. Ich schätze mal, das ist da vorne, wo so ein kleiner Spalt war. An der Felswand. Ich würde auch gerne mal da langlaufen, aber da sind diese Ultra-Razor. Aber hier eigentlich. Ah, der Schattenläufer. Ja, die lasse ich auch mal lieber. Hier ist auch noch irgendwo ein Schattenläufer. Hier muss irgendwo noch eine Höhle sein. Ja, hier ist es. Du kommst gerade rechtzeitig. Lord Mordrak führt gerade das Ritual durch. Nähere dich nicht und mische dich nicht ein, bis der Weg frei ist. Alles klar. Ist hier sonst noch so? Soldat, Soldat. Dann warten wir mal. Der Weg ist frei. Los, rein mit dir. Die Soldaten, die können ja mal vorlaufen, ne? Falls irgendwelche brutalen Gegner kommen. Oh, ein toter Bandit. Hey, du! Geh weiter, mach den Weg frei. Wir müssen irgendwie dieses Gitter umgehen. Na, ich bin also nur hier, damit ich die Fallen auslösen darf. Aha, ein versteckter Schalter. Alter, 15.000 Lebenspunkte? Wisst ihr noch, als ich neulich gesagt habe, 4.000 ist viel? Schubskreis! Ein Mistvieh weniger. Hey. Ja, das war wohl nicht richtig. Was ist hiermit? Rot. Okay. Wieso gab's denn diese geheimen Schalter, wenn... Keiner.
das eigentlich so offensichtlich war. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Oh oh. Verdammte Scheiße. Stachelfallen. Findet einen Weg, sie zu umgehen oder sie auszuschalten. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Womit denn? Okay, mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Was ist mit dieser Fackel? Die sieht verdächtig aus, weil sie nicht brennt. Du vielleicht? Irgendeiner der Fackeln, die irgendwas macht? Der hat es ganz schön gelassen genommen, dass sein Kumpel verreckt ist. Was sagst du dazu? Man erzählt sich ja so einiges. Man erzählt sich ja so einiges. Ups. Womit denn? Tja, womit denn? Mit mir kann man sowas. Ey, da ist er wirklich. Ist er der Finsternis? Tja. Gibt's irgendein. Nee. Kein Tagebucheintrag, kein gar nichts. Ich schätze mal, ich muss hier rein und dann irgendwas finden. Was da hinten den Schalter betätigen kann. Aber wenn jetzt ein Untoter kommt mit 15.000 Lebenspunkten, dann möchte ich das nicht. Hallo? Hier ist deine Reise zu Ende. Stahlstange. Ja, okay. Nette Idee mit der Falle, aber... Oh, wir haben Dietriche bekommen. Geil. Ich brauch sie nicht. Ja, und nun? Wegteleportiert. Wer erzählt denn so? Wollt ihr wohl damit aufhören? Und wollt ihr wohl damit aufhören? Das war's für dich, Penner. Weißt du, du hast gar nichts gemacht. Wollt ihr wohl damit aufhören? Wollt ihr wohl damit aufhören, hier reinzukommen? Sollen das? Hör doch mal auf. Lupino ist geflohen. Ich sehe es verdammt nochmal. Und wir waren schon so nah dran. Und was jetzt? Sollen wir ihn ewig so verfolgen? Lupino hat eindeutig magische Fähigkeiten und kann sich wie der letzte Feigling aus der Affäre ziehen. Durchsuch diesen Ort und sieh nach, ob du etwas Interessantes finden kannst. Ja, ich habe schon einen Schlüssel gefunden anscheinend. Kann ich hier dran? Darf ich sogar. Falsche Seite. Eine alte Schriftrolle. Vielleicht kann ich die diesem Kardimum geben. Königliches Zweihandschwert. Das ist geil.
Aber nicht für mich. Oh, eine schwarze Perle. Hey, du. Ich habe diesen Schlüssel gefunden. Er wird uns wahrscheinlich nicht viel helfen, aber mal sehen, wozu er passt. Da einer der Banditen ihn hatte, ist es möglich, dass er eine Art Versteck oder Truhe öffnet? Ich habe den vorherigen Gang durchsucht. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Tempel weitere Hinweise finden werden. Ich werde mich im Tal umsehen. Vielleicht finde ich etwas, das sich damit öffnen lässt. Es könnte genauso gut ein Schlüssel zu einer alten, verrotteten Truhe sein. Aber du solltest es überprüfen. Sieh dich überall um, wo du kannst. Jedes Fitzelchen an Informationen könnte sich als nützlich erweisen. Wenn du etwas herausfindest, melde es sofort auf, Ser Santos. Ich werde mich hier noch etwas umsehen. Alles klar. Ja gut. Da ist jetzt zu. Ja, nette kleine Passage. Ich meine auch, irgendwo war doch eine verschlossene Tür im Sumpf, aber ich habe vergessen, wo. Mr. Mordrock ist auch nicht mehr da. Wo war das? Hier ist die Höhle. Immer zum Radimum. Nee, aber komisch, die Beschwörungsformel, da kann ich dem gar nicht abgeben. Oh. Ja, cool. Komme ich jetzt hier wieder runter? Ich will das ungern speichern. Wir haben jetzt auch den anderen Gang, merke ich gerade. Gut. Da gab es irgendwo eine verschlossene Truhe. Ich meine, da war irgendwas, nur ich habe vergessen. Ich hab's vergessen. Weil dass ich die erste Sumpferkundung gemacht habe, ist ja schon ein bisschen her. Und da, meine ich, haben wir irgendeine Tür oder irgendwas gefunden, was verschlossen war. Das wäre jetzt witzig, wenn's hier passt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das würde nämlich gar keinen Sinn machen. Außer Yao ist ein Übeltäter. So, hier war ja die Banditenhöhle. Ah, ich habe eine Idee. Zwar, wo wir mal runtergetaucht sind, genau beim Lager. Da könnte was sein.
Da war eine verschlossene Kiste. Verschlossene Kiste, verschlossene Tür. Oh, da hinten gehe ich mal nicht hin. Ich schätze mal, das wird später noch relevant. Ja, dann gehe ich jetzt mal zurück zum Lager und tauche da nochmal runter. Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung. Na, jetzt muss ich wieder ein bisschen laufen. Wusch, dass der Himmel ganz so grün ist, ne? Also wenn der Himmel auch anders aussehen würde, dann würde das, glaube ich, die ganze Map nochmal richtig aufwerten. Bei Gothic 3, was wir aktuell im Stream spielen, da ist mir das auch immer wieder aufgefallen, wie schön der Himmel ist, ne? Der sieht einfach so gut aus. Das macht was. Der ganzen Atmosphäre nochmal. So, schauen wir mal, ob der hier passt. Oh shit, ist das. Das ist unser Kumpel? Du? Nichts zu plündern. Alles klar. Bei denen es besser ist, die Keule zu nehmen. Ich kann das ja mal ausprobieren. Aber wir sind hier quasi in der Klosterkrypta, ne? Das ist, glaube ich, genau das gleiche Layout. Schon besser. Das war nicht so schön. Dem mache ich nur Grundschaden oder was? Versuch mal das Schwert zu wechseln. Ich verstehe nicht, warum die Gegner so stark sein müssen. Warum? Wer will denn jetzt mit Grundschaden gegen den kämpfen? Ist der vielleicht anfällig gegen Magie?
Na, dann lassen wir ihn einfach. Die Skelette reichen doch hier dicke. Vor allen Dingen, man kann ja gar nicht mehr Stärke haben zu dem Zeitpunkt, oder? Außer vielleicht jetzt noch mit einem Amulett oder so. Ich frag mich halt echt, warum das sein muss. Der hätte ja auch halb so stark sein können, oder? Oder ist ein Typ. Adept der dunklen Magie. Jordan? Hey, du! Woher bist du gekommen? Wer bist du? Was nützt dir dein Wissen, wenn du jetzt stirbst? Amulett der Antimagie. Viole mit Blut. Schwarze Perle, schwarzes Erz. Hammer, Apfeltabak. So eine Truhe. Das war mies. Aber nicht mies genug. Toll. Irgendwie waren jetzt gar nicht so krasse Sachen hier drin, ne? Was hier für ein Ding? Habe ich noch irgendwas übersehen? Tatsache. Hier. Kochlöffel. Wurde denn gerade hier noch ein Gegner angezeigt? Ah. Hä? Wie konnte ich denn den eben nicht gesehen haben? Merkwürdig. Tja. Amelou ist auch hinüber. Aber den hat bestimmt der Adept getötet. Ich glaube nicht, dass die Lurker ihn erwischt haben. Weil der war ja sogar noch vom Rang höher als wir. Also jetzt hoffe ich, haben wir uns unsere Beförderung verdient. Das wäre doch was. Das ist doch alles nur Gerede. Komm ich jetzt hier dran? Ja. Ich hab was anderes gehört. Das ist ziemlich geil, das Amulett. Aber ist es auch besser als unser Schutzamulett? Eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das ist insgesamt besser. Dann sind wir noch ein bisschen vor Magie geschützt. Es ist gut, dass du da bist. Der Soldat Lu ist spurlos verschwunden. Wenn du etwas über diesen Fall herausfindest, melde es mir sofort. Ja, ich habe Lu gefunden. Leider ist er tot. Wo hast du ihn gefunden? In einer Unterwasserhöhle in der Nähe des Lagers. In Gesellschaft von Lurken. Verstehe. Verstehe, das ist alles? Ich habe die unterirdische Krypta unter dem Sumpf durchsucht. Meinst du den Ort, an dem du Lu gefunden hast? Ja, genau. Der Tunnel führte weiter in die unterirdischen Gänge. Was hast du herausgefunden? Ich entdeckte eine Kammer, in der sich ein Schwarzmagier aufhielt. Ich glaube, er führte dort eine Art Ritual durch. Ich habe ihn getötet und dieses Amulett bei ihm gefunden. Zeigt es mir!
Mordrak muss das sehen. Du hattest Glück, dass du eine Begegnung mit einem von ihnen überlebt hast. Es muss ein Schüler oder Helfer der Schwarzmagier gewesen sein. Wenn du einen Priester triffst, kommst du aus diesen Verließen nicht lebend heraus. Nimm dieses Gold als Belohnung. Danke. Wer sind diese Schwarzmagier? Nun, ich denke, es ist an der Zeit, dir das Geheimnis zu verraten. Als die Elite der königlichen Armee gehören wir zum Gefolge des Herrn von Lobos selbst. Unsere hohe Position auf der sozialen Leiter setzt uns vermehrt Angriffen der Feinde aus. Der Feind hat viele Gesichter. Eines davon ist eine Clique von Schwarzmagiern. Sie wissen genau, wo sie angreifen müssen, um in die Nähe des Throns zu gelangen. Sie versuchen, das Herz von Lobos zu treffen. In einem offenen Kampf haben sie keine Chance gegen uns, also greifen sie zu Täuschung und Sabotage. Mit ihren magischen Tricks versuchen sie, den Verstand unseres Volkes zu verwirren und so die Kontrolle über die Legion, den König und schließlich das gesamte Königreich zu übernehmen. Das können wir nicht zulassen. Warum wird Ihre Anwesenheit geheim gehalten? Dies wurde zum Wohle der Expedition beschlossen. Die Aktivität der Schwarzen Bande hat in den letzten Wochen zugenommen, was uns etwas beunruhigt. Wie können wir sie bekämpfen? Als Protektor solltest du sie meiden. Sie sind zu stark. Das ist eine Aufgabe für die Legionäre und den Erzmagier Mordrak. Aber wenn du einem der Priester begegnest, brauchst du nur eine gute Klinge, um ihn in Stücke zu hacken. Wenn du schon mal hier bist, gib diese Tafel an Lord Focus weiter. Hast du eine andere Aufgabe für mich? Ein typisches Beispiel. Zwei zwielichtige Männer wurden in der Nähe des Lagers gesichtet, aber sie sahen nicht wie Banditen aus. Ich möchte, dass du das überprüfst. Überprüfe, ob sie Passierscheine bei sich haben. Wenn nicht, nimm sie fest und bring sie zu Louis. Er wird wissen, was mit ihnen zu tun ist. Und wenn sie Probleme machen, töte sie. Wo soll ich nach ihnen suchen? Es ist nicht weit von hier. Verlass das Lager und geh zu unserem neuen Stützpunkt. Sie wurden genau in dieser Gegend gesehen. Alles klar. Das ist doch meine Bekannte. War nochmal Louis. Ich weiß gerade echt nicht, wer Louis ist. Lupino ist geflohen. Er hat sich aus dem Tempel teleportiert, sobald wir ihn betreten haben. Ist der Soldat Alistair im Tempel geblieben? Ja. Unser Plan ist gescheitert, aber früher oder später werden wir Lupino erwischen. Wie geht's jetzt weiter? Ich muss mich mit den Lords über unser weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit beraten. Ich werde bald eine weitere Aufgabe für dich haben. Halte dich bereit. Ich würde gerne Soldat werden. Du hast noch nicht genug Erfahrung. Die aktive Teilnahme an Feldoperationen ist der beste Weg. Für den Moment habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Geh noch einmal zum Tempel und gib diese Pakete an Alistair weiter. Ich habe einen Trupp Soldaten dorthin geschickt, um ihn abzulösen, aber bis jetzt ist er noch nicht aufgetaucht. Sag ihm, er soll sich so bald wie möglich bei mir melden. Zu Befehl. Lord Santos hat angeordnet, diese Tafel zu übergeben. Okay. Manchmal, also das fühlt sich manchmal echt so an, als wenn man nur so ein gammeliger Soldat wie dieses jetzt Übergeben der Tafel, wir wissen gar nicht, was wir da übergeben haben. Er sagt auch einfach nur, okay, wir kriegen keine Infos und irgendwann später werden wir vielleicht aufgeklärt. Aber das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also man muss sich hier schon hocharbeiten, also das bringt die Mod richtig gut rüber, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir bringen dann kurz Alistair das Paket und dann können wir auf dem Rückweg nach diesen anderen Typen gucken. Am Ende kommt raus, dass die Schwarzmagier eigentlich die Guten sind und wir haben uns der bösen Lobos-Armee angeschlossen. Ich meine aber, so blöd das auch klingt, das könnte ja sogar wirklich sein, ne? Weil wir wissen ja gar nicht so viel. Wir sind ja nur ein Bauer. Und dann waren wir Sklave. Von daher, was wissen wir schon, ne? Und irgendwie würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn hier alle tot sind. Den Braten nicht.
Aber vielleicht ist auch alles okay. Komisch, dass nur hier niemand steht am Eingang, ne? Ey, die sind wirklich alle tot. Shit, wer ist das? Der raucht sich entspannt ein, nachdem er alle umgebracht hat. Ah ne, Alistair ist böse, glaube ich. Alistair war das. Oder? Oh oh. Ich glaube, jetzt kommt ein harter Kampf. Habe ich noch irgendwie so einen Supertrank? Ich könnte das nehmen. Schutzbonus. Naja, gucken wir mal. Hey! Ja, der sieht ziemlich fertig aus. Alles in Ordnung? Sicher. Warum fragst du? Vielleicht, weil neben dir ein paar tote Soldaten liegen. Was ist denn hier passiert? Das sind Narren. Sie haben die wahre Macht verspottet und Bestrafung verdient. Was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst nicht besonders gut aus. Ich habe in letzter Zeit nicht viel geschlafen, aber wer bist du, dass ich mich vor dir rechtfertigen muss? Was in aller Welt willst du denn? Lord Focus hat mir aufgetragen, dir diese Pakete zu geben. Du sollst dich so bald wie möglich bei ihm melden. Sag ihm, dass ich bald bei ihm sein werde. Okay, krass. Ich hatte jetzt echt gedacht, er greift uns an. Er sieht ja mal absolut fertig aus. Ich war mir irgendwie so sicher, dass er mich jetzt sofort angreift. Da ist er. Du Scheiße. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Die sind aber viel zu stark. Vielleicht ist es aber auch so gedacht, dass man erst vor dem weglaufen muss. Ja, alles klar. Das sind nicht die normalen Razer, das sind diese üblen Razer. Vielleicht ist es auch so gedacht, dass man weglaufen muss, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt wirklich gegen die kämpfen soll, wie zur Hölle soll ich gegen die kämpfen? Gar nicht die Mittel. Also den Magier hätte ich kaputt spammen können, aber ich finde das immer so nervig. So, irgendwo hier müssten dieser sein. In der Nähe von diesem Lager, hat er gesagt. Von mir erfährt keiner was. Ach, Louis ist der Typ, okay. Sehe ich hier gar keinen. Oh. Halt, wer da? Was machst du denn hier? Was denkst du denn, Schlaumeier? Wir verstecken uns vor euch Soldaten. Meinen Freund Calvin hat es schwer erwischt. Wir wurden fast von den Sumpfhaien gefressen. Ich komme auf Befehl von Lord Santoshir her. Du kannst dir wahrscheinlich denken, warum ich hier bin. Ich muss eure Passierscheine kontrollieren. Weißt du? Wir haben sie verloren. Was wirst du mit uns machen? Denn ich werde nicht ins Gefängnis gehen. Hm.
Ich muss dich verhaften. Es tut mir leid. Wir sind nur zwei arme Wanderer. Es gibt wirklich keinen Grund, sich mit uns abzugeben. Sobald es Calvin besser geht, verschwinden wir von hier. Ich gebe dir mein Wort. Ich kann euch nicht gehen lassen. Ich habe Befehle zu befolgen. Ich wusste, es würde so enden. Calvin ist schwer verletzt. Er wird in diesem Zustand nicht mehr laufen können. Hilf ihm wenigstens, seine Wunden zu heilen. In Ordnung. Ich besorge ein paar Tränke. Bleib hier, sonst finde ich dich und es wird böse für dich enden. Ja, trink das. Also, ich werde mich nicht bei jemandem bedanken, der mich zum Sklaven machen will. Das macht nichts. Du kommst schon allein zurecht. Jetzt, wo es deinem Kollegen besser geht, wirst du mit mir kommen. Ich hatte gehofft, du würdest uns in Ruhe lassen. Aber wie man sieht, willst du uns wirklich einsperren. In unserem Lager gibt es eine Menge zu tun. Wenn du dich gut benimmst, wird man dich bald zu leichteren Arbeiten schicken. Bis dahin folge mir. Ja, okay, aber wenigstens machen sie keine Faxen. Die Sache ist, es ist ja auch so, dass die vielleicht wirklich wieder aufgeschmissen werden, wenn die hier alleine sich durch den Sumpf wagen müssten. Von daher, uns wurde damit auch geholfen. Vielleicht hätten wir es auch nie wieder aus dem Sumpf rausgeschafft. Ich habe zwei Buddler mitgebracht, um euch zu helfen. Ich war ganz allein. Sträflinge? Wir hatten keinen Passierschein. Santos hat sie verhaftet. Und jetzt wird der Abbau mit Volldarm vorangetrieben. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Alles klar. Ich schätze mal, wenn man sie laufen gelassen hätte, dann wäre das einem zu Verhängnis geworden. Dann hätte er es wieder als Zeichen der Schwäche ausgelegt und als ungehorsam und... Naja. Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist Santos? Wir haben ihn. Dank eines Amuletts, das bei einem der schwarzen Priester gefunden wurde, konnte Lord Mordrak ihre Verbindungen zu Lupino kappen. Sie haben ihn irgendwo in einer Krypta unter den Ausgrabungen eingesperrt. Diesmal wird er nicht mehr entkommen. Oh verdammt, da muss ich so schnell wie möglich hin. Hey, die werden dich nicht in die Krypta lassen. Santos, Wrak und Yao sind schon da. Wir sollten uns besser nicht mehr dort aufhalten. Hm. Okay, krass, dass das jetzt einfach nebenher passiert ist. Ist Fokus noch da? Nee. Tja. Ich meine, wir hätten sowieso keine Chance, ne? Gegen Lupino. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Aber unser Held hier ist sehr erpicht darauf, ihn fertig zu machen. Obwohl wir eigentlich noch gar nicht bereit dazu sind. Und das müsste ihm eigentlich auch bewusst sein. Hey, du! Er hat doch die falschen Leute gehört. Fokus hier? Ich habe so einiges gehört. Das ist wirklich nicht... Hey, was machst du denn hier? Verschwinde von hier. Wir sind mitten in einer wichtigen Operation. Ich muss in die Krypta. Yao wird dich nicht durchlassen. Geh zurück ins Lager. Das ist dein Befehl. Ich sollte diese Leute kontrollieren. Nicht weit vom Lager entfernt. Und was hast du gefunden? Sie hatten keine Passierscheine. Ich verhaftete sie und brachte sie zu Luis. Gute Arbeit. Hier, ich habe etwas für dich. Ich
Wo ist Lord Focus? Er ist in die Mine gegangen, um Einsatzpläne zu besprechen. Einer der Soldaten, Alistair, scheint verrückt geworden zu sein. Er ist einer meiner Männer. Ich habe ihn für diese Aktion mit dem Tempel abgestellt. Worum geht es, Dai? Ich komme gerade von dort zurück. Um ihn herum lagen die Leichen von gefallenen Soldaten. Ich weiß nicht, ob er sie getötet hat oder ob es jemand anderes war, aber ich konnte nichts aus ihm herausbekommen. Er benahm sich sehr seltsam und sein Gesicht war ein wenig seltsam. Ah, verdammt. Du musst ihn so schnell wie möglich da rausholen. Der Tempel muss eine katastrophale Wirkung auf die Menschen haben, die sich dort aufhalten. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Nein, Protektor. Ich werde mich persönlich um die Sache kümmern. Wir könnten starker Körper noch lernen, ne? Fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich das mal machen. Bisschen Kohle haben wir ja, auch wenn das sehr teuer ist. Prima, du beherrschst bereits die grundlegenden Kenntnisse. Leider sind fortgeschrittenere Kenntnisse der Körperarbeit nur Legionären vorbehalten. Bis du einer von ihnen bist, kann ich dir nichts weiter beibringen. Alles klar. Aber er sagt, du musst dich darum kümmern und dann dachte ich gerade nur so, scheiße, wie soll ich an den Razern vorbeikommen? Und dann sagt er, ich mach selbst. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ja. Muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Und nun? Ich muss in die Krypta. Vergiss es. Nur Gerede. Die Krypta ist jetzt verschlossen und niemand darf sie betreten. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe so Befehle auf. Von Lord Focus. Er sagte, verlass die Ausgrabung. Das ist ein Befehl, Protektor. Ja, aber ich kann doch nicht, da gar nicht hinein, oder? Die ist doch abgeschlossen, oder nicht? Ohne den richtigen Schlüssel. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Hä? Das höre ich zum ersten Mal. Was soll ich denn da jetzt machen? Weil im Questlog steht, ich soll nicht auf ihn hören, aber... Taschendiebstahl? Kann ich nicht. Nicht, das hast du nicht gewusst. Ich könnte probieren, das zu lernen und dann, aber... Da gibt es hier irgendwo... Ich wäre mir da nicht so sicher. Irgendwo noch was. Den Schlüssel zu finden. Wo hast du das denn schon wieder her? Oder ich rede nochmal mit dem Typen im Lager. Weil wenn jetzt Taschendiebstahl wirklich vorausgesetzt wird, um hier weiterzukommen, dann fände ich das sehr blöd, um ehrlich zu sein. Ich mag das nämlich nicht, wenn es nur eine Lösungsmöglichkeit gibt. Da kann mir der andere Typ vielleicht noch helfen, der da unten steht. Jetzt mal mit dem quatschen. Hey! Hey, du! Hey, du! Tja, kein Plan. Und wenn die da alle rumstehen, wie soll ich denn da überhaupt reinkommen? Udo und K.E.N. ist so ein crazy Name irgendwie. Man selbst ist er da nicht drauf gekommen. Erzähl mir nichts, ich kenne es doch nicht. Ist das wirklich wahr? Tja, der hat auch nichts zu erzählen. Ist das wirklich wahr? Und nun? Probier das mal mit dem Taschendiebstahl. Zeig mir den Taschendiebstahl. Vergiss es. Du bist nicht geschickt genug. Trainiere deine Geschicklichkeit, sonst wird nichts draus. Okay. Dann ist das wohl doch nicht die Option. Glaubst du wirklich daran? Aber kann mir noch irgendjemand jetzt im Lager helfen? Es ist halt immer so schade, wenn es keinen Hinweis gibt, ne?
Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Hey, du! Ich könnte Akrobatik lernen. Das ist doch lange bekannt. Ich glaube, das mache ich. Ich will Akrobatik lernen. Also das Wichtigste ist Körperbalance und viel Bewegung. Fang an, über immer längere Strecken zu springen. Auf diese Weise entwickelst du eine explosive Kraft. Denk daran, langsam anzufangen und deinen Körper nicht zu überlasten. Crazy. Hey, du! Lou ist tot. Möge die Hölle sie verschlingen. Wen meinst du? Ach, lass mich in Ruhe. Hey! Wenn er das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Tja. Das war doch schon vorher klar. Zeig mir deine Ware. Ich bin ganz deiner Meinung. Keine Ahnung, so muss ich. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, das Ding kann ich ja behalten. Die können weg. Das behalte ich auch noch. Das kann weg. Kann eigentlich alles weg. Jagdarmbrust kann auch weg, die Bögen können auch weg. Wir haben jetzt noch 8 Lernpunkte. Ich denke, die spare ich mir mal. Lass uns handeln. Die Tränke sind so schweineteuer hier. Zeig mir, was du da hast. Such dir was aus. Soldat, Franco. Hey, du. Ich schaue gerade noch, ob irgendjemand vielleicht Dialogoption hat. Ich könnte eine bessere Waffe gebrauchen. Klar doch. Woran bist du interessiert? Das ist eigentlich die beste Einhandwaffe, was er hat. Das hier, ne? Alter, was ist das überhaupt? Schwert aus rotem Stahl. Crazy. Hey, du. Ja, neue Gegner hat er auch nicht. Hey, du. Ja, dieses Geld gebe ich ihm auf keinen Fall. Habe ich eigentlich hier jetzt alle Truhen schon geplündert? Glaube nicht, ne? Tja, was soll ich da machen, wenn die abbrechen? Stärkebonus. Ja, warum nicht? Wie viel Dietrich habe ich eigentlich noch? 29. Na, immerhin. Na, immerhin. Boah, das nehme ich auch mit. Ich würde sagen, in der nächsten Folge rätseln wir da weiter, wie wir da in die Krypta kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Die Stunde.